Hallo zusammen, salve a tutti. Ich hatte ja gesagt, ich mache so einen Jahresausblick und das habe ich auch vor. Wir haben jetzt heute den 24.12. Und in diesem Jahresausblick soll es gehen um den DAX, den MDAX, den Dow Jones, den Nasdaq, das WTI, wird ja auch darum gebeten, schaue ich natürlich immer drauf, und das Gold. Und darüber hinaus wollte ich ein paar Aktien nennen, denen ich Chancen oder Risiken zutraue. Wie gesagt, jetzt der 24. Ich schaue mal, wie weit ich komme am 26. Ich möchte auf jeden Fall den ersten fertigen Teilbereich schon am Montag einstellen. Und dann gucken wir mal. Eins vorab, das Jahr, ich fand es schwierig. Das war kein einfacher Handel. Und mein gut, die Begriffe Börse und einfach, das werdet ihr von mir nie in einem Satz hören. Aber wir schauen einfach mal, was es das neue Jahr bringen kann. In diesem Fall, wann auch immer ihr den Film seht. Ich trinke jetzt hier einen Kaffee. Ich wünsche euch viel Spaß. Und lehnt euch zurück, genießt die Show. Alles Gute. Ciao. So, und wir fangen jetzt mal direkt an mit dem DAX. Das sind also die Kurse inklusive Donnerstag. Vor euch liegt der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Es geht ja um Jahresausblick, da macht es mit der Tagestechnik eigentlich gar keinen Sinn. Wir sind hier von 2011, habe ich hier reingetragen, sind wir von 5.000 hoch auf die 16.300. Mega Bewegung, gar keine Frage. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass man das besser sieht. Pack den hier auch in die Mitte und mal mir jetzt auch schon mal die Fibos rein. Denn die brauche ich gleich. Auf Monatssicht sind die Bänder insgesamt noch sehr breit. Das ist hier von 11.000, was ist das, 11.300, ich runde leicht, bis zu 17.000. Das ist eine Menge. Aber man sieht auch schon, dass das untere Band, das der Bewegung entgegengesetzt, also das untere Band hat auch schon hier, das ist genau die gleiche Handhabe wie im Tag, wie auf Wochensicht, geht hier nach oben, ändert die Richtung. Ja, es ist halt ein Monatschart, dauert das alles ein bisschen länger. Zack, geht er seitwärts. Also von hier ändert das, bleibt er seitwärts. Ja, der DAX hat dann die Wahl, korrektiv oder seitwärts zu gehen. Hat sich im Moment für seitwärts entschieden. Soweit fein. Also die Bänder geben kein neues Signal, außer dass ich weiß, 17.000 ist es hoch. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen auch die Schätzung der Banken gesehen, wie das nächstes Jahr läuft. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das Mittel bei 17.300 zum Jahresende. Finde ich gewagt, muss ich ehrlich sagen. Finde ich sehr, sehr gewagt. Gut, gehen wir mal hier weiter. Kleine Durchschnitte, alles in Ordnung. Das ist die 20-Monats-Linie. Die 20-Monats-Linie steigt momentan mit der Geschwindigkeit von rund 200 Punkten pro Monat. Das heißt, die ist Ende Januar bei 14.300 und Ende Februar bei 14.520. Da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist, da. Also die steigt ordentlich an. Von der Technik her sind wir über die traditionelle Sichtweise noch nicht mal negativ, über die modernere schon seit Monaten. 1, 2, 3, also lang, kurz, kurz. Ab hier sind wir eigentlich negativ. Da ist auch nicht mehr viel passiert. Ja, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, seitwärts halt. Der Trendfolger kann nicht folgen, weil kein Trend vorherrscht. Für die letzten Monate, so muss ich das sagen. Wir sind weiterhin negativ über den Oszillator. Ich glaube diesmal nicht, dass es so etwas wird hier. Und vor diesem Hintergrund nehme ich dieses Verkaufssignal sehr wohl ernst. Ich gehe jetzt mal mit euch auf die Woche, dass ihr die auch mal seht und dann sage ich euch mein Fazit daraus. Die Woche, das muss ich jetzt hier ein bisschen runterdrehen, ist über die Stochastik ziemlich neutral, leicht nach oben gerichtet, aber ziemlich neutral. Das MACD gibt nicht wirklich ein Signal, es ist leicht positiv. Aber hier sieht man es auch über die Wochensicht, wie sehr das MACD als Trendfolger in so einem Markt versagt. Ja, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist fürchterlich. Ja, das kann man völlig vergessen. Das MACD als Trendfolger braucht einen Trend. Wenn kein Trend da ist, kann es nichts machen. Ist einfach so. Die Bänder sind auf Wochensicht ziemlich eng. Wir haben jetzt einmal komplett das Band durchlaufen. Wir hatten hier diesen kleinen Shootingstar, das war am 15.11., sind runter aufs untere Band, gehen in die Mitte, gehen nochmal runter aufs untere Band, sind jetzt wieder in der Mitte. Über 10 und 20 Wochenlinie. 200 Wochenlinie, die ist hier unten, die spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Also aus Wochensicht her sieht es mehr oder weniger nach gar nichts aus. Kann sein, muss nicht. Kann nochmal hier hoch, das vermute ich. Hier oben am Alltime High lauert jetzt auch das obere Band.
ja, um die 16.300 rum, ist auch wieder ein Widerstand, so wie es hier eine Unterstützung war. Ihr seht hier aber auch diesen ganzen Bereich, das ist nach wie vor die 14.800. Das ist eine gute Unterstützung und die ist enorm wichtig. Und jetzt gehe ich mit euch auf einen Monat zurück und sage euch mal, was ich davon halte. Ich bin der Auffassung, eingeleitet durch dieses Verkaufssignal hier, dass die ersten vier Monate des neuen Jahres eher schlecht werden. Ich rechne mindestens mit einem Abgleiten runter zu der 20-Monats-Linie. Und ob wir die dann treffen bei 14.300 oder 14.500, das vermag ich nicht zu sagen. Ich kann mir allerdings vor dem Hintergrund der wöchentlichen Technik vorstellen, dass wir nochmal hier nochmal so einen kleinen Schnaps nach oben rauskriegen. Vielleicht sogar an die 16.000. Das ist durchaus möglich. Aber ich rechne damit, dass das untere Band weiter steigt, das obere oben bleibt, die Bänder insgesamt enger werden. Ich rechne mit einer sinkenden Volatilität, also Handelsamplitude, nennen wir es mal so, für den DAX selbst. Aber ich rechne auch damit, dass wir nach dieser langen Bewegung hier, 8.200, auch hier rundlich leicht bis zu 16.300, also quasi eine Verdopplung, der Markt muss mal Atem holen. Und ich glaube auch nicht, dass die Zahlen, die ab Mitte, Ende Januar von den einzelnen Unternehmen gebracht werden, dass die so toll sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, gerade das letzte Quartal, also in dem wir uns noch befinden, wird tendenziell eher schwächer sein. Ich rechne auch damit, dass die momentan hochgerechnete Inflation, so von etwas über 5%, dass das auf Sicht von 6 Monaten nachgeben wird. Ich glaube auch, dass wir da irgendwie so wieder 3,8, 4,2 sein werden. Aber ich denke, dass der Nominalzins steigen wird. Die EZB hat ein Problem. Ringsrum werden die Zinsen erhöht und die EZB ist noch recht stolz und sagt, nö, wir lassen das mal. Ich glaube, sie wird irgendwann zum Handeln gezwungen werden durch den Markt. Der Markt setzt sich immer durch. Und vor diesem Hintergrund glaube ich nochmal, dass wir eher einen Atem holen machen. Im schlimmsten Fall im ersten Quartal runter zu 13.200. Das möchte ich aber hier noch nicht laut rausschreien. Aber wenigstens zur 20-Monats-Linie, wo auch immer wir die dann treffen werden. Ich sehe für die ersten 4 Monate keine neuen Highs. Also zumindest keine nennenswerten. Also auf gar keinen Fall so eine 17.000, sehe ich gar nicht. Also ich werde hier nicht nur vorsichtig auf für das neue Jahr. Ja, ich bin sowieso schon seit Wochen so ein bisschen so, das glaube ich, das wird nicht mehr. Und es ist ja auch nicht viel passiert. Also dass wir natürlich mal 1.000 Punkte schwanken von oben nach unten. Ja, aber das ist ja nicht viel. Das ist viel. Ich rechne mit einem Abgleiten hier runter. Ich werde keine nennenswerten Long-Positionen kaufen. Und jetzt wollte ich euch den Freund hier nochmal zeigen, wegen der Volatilität. Das ist der VDAX New per Donnerstag. Der hat, da war ich echt überrascht, ich habe nicht so drauf geschaut, der hat also in den letzten 1,5 Wochen hier von rund 24 auf 17,5 verloren. Das habe ich gar nicht gesehen. Rein optisch liegt für mich die Mitte hier irgendwo so um die 18,5. Die rechnerische Mitte, was wir seit einem Jahr gemacht haben. 18,5 für Optionen, das ist eine tägliche Handelsamplitude von etwas mehr als 1%. Also wären das 160 Punkte. Okay, muss man mal schauen, ob das durchhält. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt also hier schauen muss, was mache ich? Gehe ich nicht auf die K.O.-Scheine, sondern ich suche mir normale Optionsscheine mit einer Laufzeit von ungefähr 9 Monaten. Der Hintergrund ist der, jetzt muss ich das Bild nochmal hochholen, ich gehe davon aus, dass die Volatilität wahrscheinlich kurzfristig hier irgendwo bleiben wird, aber ich glaube auch, dass wenn wir fallen insgesamt, sollte die Volatilität wieder hier in diesem Bereich 24, 25 reingehen. Bei K.O.-Scheinen macht es zwar etwas aus, aber nicht allzu viel. Bei normalen Optionsscheinen, und die suche ich gleich und ich zeige euch, wie ich das mache, gibt es den sogenannten Volatility Skew. Das soll heißen, wenn ich also verschiedene Laufzeiten habe, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, von mir aus noch 12 Monate und die haben alle die gleiche Volatilität. Wenn die Volatilität am hinteren Ende 12 Monate und 9 Monate steigt oder insgesamt die Volatilität steigt, werden die langlaufenden Optionen sind, das nennt sich Vega-sensitiver. Ja, dann gehen die eher hoch. Vorne bei den Kurzläufern, 3, 6 Monate, habe ich schon mit dem Zeitwertverfall, mit dem sogenannten Theta zu tun. Aber hinten die Optionen, die nehmen das alles raus durch die steigende Volatilität, die sich hinten mehr, in meinem Fall, wenn ich long bin, im Positiven auswirkt. Das ist die Seite von Goldman. Ich habe da mitgearbeitet, bin ich echt stolz drauf.
Da durfte ich meinen Senf zu loslassen und da gebe ich einfach mal auf der Seite gs.de DAX ein. Ich kann mir alles Mögliche aussuchen. Ich möchte aber normale Optionsscheine haben und da gibt es 28.186 Stück. Wenn ich da drauf gedrückt habe, komme ich hier auf eine riesengroße Liste. Hier sind die 28.000. Ich sage jetzt mal Short, weil ich möchte ja mir einen Put besorgen. Ich gehe auf Put. Ich sage Basispreis und wir sind ja momentan bei 15.700. Also suche ich mir aus 15.700 zu, ups, jetzt habe ich nur eins dran gemacht, zu 15.705. Das reicht, da gibt es genügend. Ja. Sieht man hier schon, sind immer noch 149 Stück. Laufzeit. Ich kann natürlich das machen, aber dann kriege ich viel zu viele Scheine wieder. Ich gehe da ein bisschen näher ran und suche mir ein Datum aus. Und ich sage, ich will haben vom, sagen wir mal, September, vom 1. September, also eine 9-Monats-Option von hier, 1. September 22 bis zum 30. September 22. Und jetzt zeigt mir das mal. So, jetzt habe ich dieses Ergebnis hier. Ich habe also 11 Scheine. Ich habe hier die üblichen Verdächtigen, alle möglichen Emittenten dabei. Ich will sie auch vergleichen. Nach Basispreis muss ich es jetzt gar nicht sortieren, weil das ist alles 15.700. Und jetzt kann ich direkt die Preise vergleichen. Ihr seht hier zum Beispiel, ich sortiere es mal nach Laufzeit. Das ist vielleicht dann einfacher. 13.09. bis runter 16.09. Hier kann ich es jetzt also direkt vergleichen. Da haben wir hier einen Schein von der Hypo 1008, das ist am 13.09. Der einen Tag länger ist, von Trinkhaus, ist sogar noch ein bisschen billiger. Dann haben wir hier die City 14.09. Ist teurer als Trinkhaus. Ja, also momentan liegt Trinkhaus vorne. Die DZ Bank ist hier im Moment am teuersten. Jetzt komme ich hier auf Goldman, das ist der 16.09., also nochmal zwei Tage länger als der. Oder hier der Trinkhausschein. Und die sind günstiger, 10,02 zu 10,05. Und so kann ich das alles hier dementsprechend direkt vergleichen. Also ich kann das hier vorwegnehmen, weil ich sehe das hier gerade eben, da hat Goldman momentan die besten Scheine. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, bekomme ich also auch nochmal den Schein aufgedröselt mit Omega, Basispreis, Laufzeit, Bezugsverhältnis, Aufgeld und so weiter. Und hier ist auch die Kennnummer. Und das ist das Ding, was mich interessiert, das ist also die GH4L6N. Ich muss es gerade aufschreiben, GH4L6N. So. Und den packe ich mir auf die Watchlist. Es gibt hier einen Punkt, Prämienpunkte, das hätte ich vielleicht auch nochmal sagen können. Das sieht man hier vorne dran. Moment, es gibt ein sehr schönes System. Ihr seht hier 5111. Es gibt ein sehr schönes System, schaut euch das mal auf der Seite an, gs.de, wo man Prämienpunkte bekommt. Und in diesem Fall natürlich bei Goldman mehr als bei den anderen. Schaut euch das mal an, das ist ein ganz interessantes, eine ganz interessante Geschichte. Gehen wir zurück zum DAX. Also so sieht der Freund für mich momentan aus. Ich rechne eher mit einer Pause, die zumindest das erste Quartal ausfüllen dürfte. Ich gebe ihm mal trotzdem im Januar nochmal zwei Wochen, wo er ein bisschen höher gehen kann, aber nicht besonders viel. So viel jetzt erstmal zum DAX und dann kommen wir zum nächsten. So, und hier sind wir beim MDAX. 17.600 hoch bis zu 36.500 von dem März 2020 bis Donnerstag. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so viel anders aus als der DAX, muss ich wirklich sagen. Wir sind hoch, haben eine kleine Seitwärtsphase, wir haben jetzt hier einen Dreifach-Top. Wir haben hier auf Monatsbasis einen Shootingstar, das ist nicht schön. Der sagt mir aber auch, dass dieser Bereich hier bei 36.500, wenn er denn gebrochen ist, der macht locker Platz bis zu 40.000. Das ist also eine ganz fette Make-or-Break-Line hier, 36.500. Die Bänder, genau das gleiche wie im DAX. Ja, das untere geht hoch, das obere geht seitwärts. Ich rechne damit, dass das untere weiter hoch geht. Wir haben eine 20-Monats-Linie im Moment bei 31.038. weiter steigend. Und ich muss auch, das nehme ich jetzt schon vorweg, davon ausgehen, dass wir hier diesen Bereich, dass wir einfach mal ausatmen. Im Extremfall zu 29.300, das wäre das 38er Retracement. Das verbindet sich auch sehr schön mit dem ehemaligen Hoch, was wir hier hatten. Wann war das? Das war am 3.2.2020. Wir sind fett, aber wirklich fett, über das Prä-Corona-Hoch gelaufen. Aber wirklich fett.
Wir sind ebenfalls negativ über das MACD. Und zwar seit diesem Monat hier, da am Ende, sind wir negativ. Wir sind genauso negativ über die Stochastik. Also auch das macht mich glauben, dass wir einfach mal ausatmen müssen. Ganz kurzer Blick auf die Woche. Die ist nämlich leicht gebessert gegenüber dem Index. Das heißt, ich bekomme gegenüber dem DAX-Index, ich bekomme hier auf tieferem Niveau ein Kaufsignal. Und das ist soweit in Ordnung. MACD dreht auch leicht hoch. Wir sind an der 10- und 20-Tage-Wochenlinie. Entschuldigung, Wochenlinie. Also der hat durchaus nochmal Platz. Auch hier sehen wir einen, das ist mehr so ein Inverted Umbrella Doji, noch negativ. Das heißt, diese Marke hier, die sich verbindet mit dem oberen Band, so um die 36.600 rum beides zusammen, ist schon wichtig. Das ist hier halt die bekannte Make-or-Break-Line. Ich habe jetzt keine Scheine auf dem MDAX rausgesucht. Da sind nach meiner Recherche federführend HSBC und Goldman. Die haben da die meisten Produkte drauf. Zumindest, wenn ich mal Putz eingebe im Bereich 37.000 zu 37.500, finde ich fast nur von denen was. Es ist interessant. Allerdings, ich gucke beim MDAX weniger auf den Index selbst. Den habe ich in dem Jahr vielleicht einmal gehandelt, weil da so eine Handelsamplitude auch mal ganz schnell 500 Punkte sein kann. Und das ist nicht viel, das ist völlig in Ordnung. Ja? Ich gucke mir auf die Einzelwerte, sowas wie Thyssen, Varta, eine Lufthansa, Hugo Boss, da gucke ich drauf. Und wer da, das sei ruhig auch mal an dieser Stelle erwähnt, hervorragende Analysen macht, das ist der Simon Betschinger und sein Team, da lasse ich mich sehr gerne draus inspirieren. Ich nehme nicht alles an, was sie mir sagen, aber ich schaue mir daraufhin dann mal das an. Wenn da irgendwas kommt zu, sagen wir mal, Hugo Boss, da gucke ich mir an, was sagen die und vergleiche das mit meinen Ideen. Meistens wird es was. Ja, muss ganz klar sagen, die machen da ein ganz tolles Research. Sehr, sehr schön. Aber hier auf Wochensicht, die Bänder waren ja eben auf Monatssicht breit, auf Wochensicht sind die sehr eng. Ich muss befürchten, wenn wir hier drunter gehen, unter die 33.125, dass wir dann auch gleich den Weg unter die 30.000 suchen. Ich kann ihn nicht long gehen. Meine Meinung ist falsch. Wenn wir mit Schlusskurs deutlich über der 36.500 schließen, und dann muss ich das revidieren. Kurzfristig auch nochmal ein bisschen Platz, kann locker hier nochmal ans alte Hoch angehen, eher als der DAX selbst. Aber trotzdem auch hier auf mehrere Monatssicht gefällt es mir nicht. Und jetzt kommen wir mal zum Dow Jones. Eins vorweg, das ist also auch wieder der Monatschart. Das hier war die Lehman-Krise. Und bis zu diesem Hoch bei knapp unter 30.000 war das hier im März 2020 genau, aber auf den Punkt, eine 50% Korrektur. Deswegen ist es durchaus legitim, dass ich jetzt diese Bewegung erstmal nur zur Kenntnis nehme, aber mich mehr auf diesen Teil hier konzentriere und ziehe da auch die Fibos an. Wenn ich unterstelle, dass wir hier irgendwo in der Nähe des Hochs sind, kann es sein, dass wir hier auf dieses Level zurückfallen. Das ist knapp unter der 30.000. Das wäre auch das Prä-Corona-Hoch. Also das ist eine ganz wichtige Marke hier. Von den Bändern her ist eigentlich genau das Gleiche passiert wie in Europa bisher. Wir sind von dieser fetten Bewegung hier, die aufwärts ging, sind die Bänder aufgegangen und haben sich dann hier, hat sich das untere verabschiedet. Das ist ungefähr hier. Von daher ist die Korrektur im Prinzip im vollen Gange. Kann seitwärts gehen, kann korrektiv sein. Das hier ist die 20-Monats-Linie, 31.400, ich runde leicht. Ja. Und das wäre also auch eine sehr gute Unterstützung, gefolgt eben von diesem 38er-Level, von dieser Bewegung, hier auf knapp unter 30.000. Mal kurz auf die Technik geschaut, MACD auch hier negativ. Aber tatsächlich stand der Dow in den letzten Monaten überhaupt nicht im Mittelpunkt. Den hat man irgendwie so an der Sideline gesehen, im Sinne von fast gar nicht beobachtet, weil man immer auf den Nasdaq geschaut hat. Ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu. War das ganz faszinierend, was der Nasdaq da abgezogen hat. Wir gelten als überkauft bereits seit, wann ist das hier? Das ist seit 1.10.2020 gilt er als überkauft. Das ist also länger als ein Jahr. Das ist schon eine lange Zeit. Trotzdem, er ist noch nicht so negativ, als dass ich sagen kann, der fällt jetzt nächsten Monat hier runter. Ich sehe das hier als Widerstand, den Bereich von 36.700. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 36. Das ist nicht mehr viel. Ja, das kann er machen. Er kann sogar ein bisschen drüber. Also verglichen jetzt mit DAX oder mit dem MDAX, hat der Dow Jones eher eine Chance, nochmal ein bisschen hochzugehen.
Die haben jetzt schon an den Zinsen rumgespielt. Die haben prognostiziert, sie werden weiter an den Zinsen rumspielen. Ich denke, es ist eine Frage der Geschwindigkeit, wie das die Fed macht. Aber die Amis akzeptieren das. Die sagen, okay, ist in Ordnung, erhöht sie halt. Deswegen ändern die nicht wirklich ihre Aktienquote. Also mir gefällt der, im Prinzip ist der stabiler als die beiden vorgenannten, als DAX und MDAX. Gehen wir mal ganz kurz auf die Woche. Hier ist die Woche. Holen wir mal ein paar mehr Kurse rein. Das ist jetzt hier das Corona-Tief. So, wir sind hier relativ neutral, leicht positiv über den Oszillator. Völlig neutral, das ist immer hier so ein Oszillieren um die Nulllinie herum im Trendfolger. Wir haben eine Seitwärtsbewegung, deren wichtiger Punkt die 33.338 ist. Das ist diese Geschichte hier. Ich kann das auch mal anders einzeichnen. Und zwar hier. So sieht es aus. Das ist schon eine Marke. Also sollten wir tunlichst nicht drunter schließen, sonst geht eine Korrekturbewegung schneller vonstatten. Die Bänder sind super eng, auch auf Wochensicht. Da ist nicht viel zu gewinnen, aber ich vermute, dass sie hier noch ein bisschen positiv ist. Die Technik, dass wir locker nochmal die Chance haben, auf das obere Band oder an das obere Band zu gehen, an das All-Time-High. Vermute ich schon. Tja, also gefällt mir besser als DAX und MDAX. Und damit kommen wir zum besten Index der Welt, das ist der Nasdaq. Auch hier wieder auf Monatssicht. Wie an der Schnur gezogen hoch. Das sind Mini-Korrekturen. Ja? Also hier von 9,5 runter mal auf die 6,5. Ja klar, das ist ein bisschen größer, aber wenn man den Chart hier sieht, ist das eigentlich fast gar nichts. Ich habe auch hier die Fibos einfach mal angelegt. Das Erste, was mir eben, als ich mal drauf geschaut habe, auf Monatssicht angeschaut habe, ist, dass es aufgefallen ist, ist, dass der Abstand zur 200-Monatslinie ist nicht nur absolut, sondern auch relativ historisch hoch. Klar, wir sind auch auf historischen Höchstständen, aber dieser Abstand ist zu groß. Das Problem beim Nasdaq ist, wir handeln eigentlich da nicht die 100 Werte, sondern wir handeln hier die 4. Also es sind ja nur 3. Eine Apple mit 2,5 Billionen. Dann hier die Googles und Amazon mit 1,5 Billionen. Und dann guckt man hier den Abstand an zu Broadcom, zu Adobe, zu Cisco. Das ist gewaltig. Es sind wirklich nur diese 3 Werte. Der Rest ist Pillepalle. Das heißt, eigentlich muss man hingehen. Ich zeige euch das mal ganz kurz im DAX, dass ihr das auch mal seht. Ja, das ist nämlich immer ganz interessant. Hier ist der DAX. Ja. Linde im Moment das Größte mit einem relativ kleinen Abstand zu SAP. Dann kommt ein größerer zu Siemens, VW. Ja, aber der Abstand insgesamt ist hier nicht so groß. Zwischen Platz 1 und sagen wir mal 8, der ist nicht so gewaltig. Ja? Verglichen mit dem Nasdaq. Ja? Das heißt, wenn man den Nasdaq eigentlich wirklich analysieren will, muss man den Nasdaq-Chart mal völlig außen vor lassen und guckt sich auf die Freunde hier an. Nur die. Wir hatten das mal in Deutschland bei der Telekom. Das ist so 24 Jahre her. Da war Telekom so groß, da war es völlig egal, was die damals 29 Werte im DAX gemacht haben. Die konnten steigen, wie sie wollten. Wenn Telekom mal eine D-Mark oder zwei D-Mark gefallen ist, dann ist der Markt runtergegangen. Das war eine ganz ätzende Handelsphase. Aber nochmal, ich werde also jetzt in Zukunft mein Augenmerk hier mehr auf diese 3 Werte legen. Denn da sind die Kurstreiber drin. Der Rest ist, bezogen auf den Index, fast egal. Das muss man einfach so sagen. Aber gut, kommen wir mal zum eigentlichen Index zurück. Das wollt ihr ja sehen. Also dieser Abstand von hier zum aktuellen Kurs ist für mich zu hoch. Der schreit nach Pause. Und zwar ist der schon seit hier unten, seit dem Mai, Ende Mai 2020, gilt der schon wieder als überkauft. Das ist eine ganz, ganz lange Zeit. Der braucht mal eine Pause. Und mir ist halt aufgefallen, dass halt so kleinere Werte wie Activision, so, die fallen dann auf einmal 30%, 35%, juckt keinen. Ich bin der Meinung, es kann noch ein bisschen hochgehen. Ja, vielleicht sehen wir nochmal ein All-Time-High, aber auf Sicht von 4 Monaten bin ich auch der Meinung, dass hier eher mal eine Pause angesagt ist. Und diese Pause sollte hier auch auf den 20er gleitenden Durchschnitt gehen. Im Moment ist hier das 38er Retracement bei etwas unter 13.000. Ungefähr hier will ich den nochmal haben. Der muss einfach Atem schöpfen. Es ist einfach zu viel, aber um das genau zu bestimmen, wann das kommt, da gucke ich nicht auf den Index, da gucke ich auf die eben 3 genannten Werte. Gucken wir ganz kurz mal auf die Woche.
Hier ist die Woche. Ja. Das ist jetzt schon mal so ein Konglomerat an weißen und schwarzen Kerzen. Das ist ja schön soweit. Ja. Er hat noch nicht fertig. Er gilt hier als noch leicht positiv. Über das MACD hat er momentan, Moment, ich hole es hoch, ist er eigentlich auch relativ, eigentlich nicht zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Dieses All-Time High, verbunden mit dem oberen Band, stellt für mich einen Widerstand dar. Ja, und da sind wir halt hier bei 16.777. Guckt auf die drei Einzelwerte. Und wenn ihr da Verkaufssignale seht und seid es nur in Apple, dann macht es Sinn. Ich glaube, das ist das bessere Timing, als hier im Index auf irgendwelche Indikatoren zu schauen, weil die werden schlicht und ergreifend folgen. C'est mon conseil. So, und jetzt kommen wir mal zum Öl. Und zwar ist das in diesem Fall das Brent. Bei mir jetzt irgendwie den Chart vom WTI, das hätte ich lieber genommen, zu hauen. Deswegen, da komme ich nicht mit klar. Da sind komische Kurse drin. Deswegen muss ich das Brent nehmen. Ist mir völlig klar, dass der eine oder andere sagt, ich will aber WTI. Ja, sorry, ist nicht. Ich handle kein Öl. Ich handle aber auch keine Währung. Das ist nicht meine Welt. Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich gucke genug auf Aktien, da muss ich nicht auch noch aufs Öl schauen. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal hier den Chart so anschaue, ganz klares Doppeltop hier. Wo sind wir denn da? Da sind wir hier bei der 87,70. Einmal, zweimal. Ordentliche Aufwärtsbewegung von 17 hoch bis zu 87. Schon ein fettes Teil. Vielleicht soll ich da öfter mal drauf schauen. Ich habe das aber nicht gemacht. Wir kommen hier in diesen Widerstandsbereich rein. Der war vom 1.6.2012. Ja, das ist hier 2012. Hier hinten. Und ich muss sagen, hier ist auch die 200-Tage- oder 200-Monatslinie, 10-Monatslinie. Das ist für mich hier neutral, vom Chart leicht negativ. Jetzt kommt von der Technik her, lang, kurz, kurz, bekomme ich ein Verkaufssignal über das MACD und ich habe ein ziemlich neues Verkaufssignal über die Stochastik. Ich darf es nicht mögen. Ich darf es nicht mögen und sehe als erste Unterstützung hier die leicht steigende 20-Monats-Linie. Im Moment bei etwas unter 60, die ist dann im nächsten Monat bei 60,70, habe ich ausgerechnet. Das ist also, ich sehe momentan kein echtes Potenzial oder zumindest kein Signal, was mir sagt, kauf das Ding und geh hoch. Aber klar, wenn wir über 90 gehen, ich weiß ja nicht, was da alles passiert politisch, mit Russland, mit Ukraine und, das kann man nicht sagen, dann knallt das Ding auch hier hoch. Aber wenn ich das mal außen vor lasse, versuche es ganz neutral zu sehen, habe ich hier einfach fette Widerstände. Und danach kommt auch gleich das obere Band. Tja, nee, muss ich nicht long sein. Aber schauen wir mal auf die Woche, gucken, was die sagt. Ja, und die Woche gibt jetzt schon eher so eine kleine Entlastung hier vor über den Oszillator. Eine klitzekleine über das MACD. Wir sind noch nicht mal auf die 200-Wochen-Linie gekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, wir besuchen nochmal kurzfristig, also auf Sicht von, sagen wir mal, 4 bis 6 Wochen, nochmal hier die Hochs um die 87. Und dann muss er sich entscheiden. Also es ist schon ein wichtiges Niveau hier, dieses Doppeltop-Niveau. Mal gucken, ob ich das auf Wochensicht besser rankriege hier. Ja, genau, da sieht man es hier besser einmal, zweimal. Und das ist der Bereich um die 87. Das wird interessant. Ich finde die Kurve hier extrem steil, aber kurzfristig entlastend, längerfristig bei mir negativ. So, Dalle, und jetzt haben wir hier das Gold. Auch Monatssicht, ich mag das Gold. Ja, wir haben hier einen ganz klaren Trend, den sieht man auf Monatssicht, sieht man ihn, aber er ist auf Wochen- und Tagessicht, ist der schöner. Ich habe auch hier eine Linie gezogen, das war die 1835 oder ist die 1835. Wir waren da mal drüber und sind dann drunter gegangen. So, was mir gut gefällt ist, von dieser Bewegung hier, die wir hatten vom 2018 her, hat das Gold quasi perfekt korrigiert hier. Eine schöne Fibo-Zahl rausgebrannt und das ist auch, und das ist unter 1700, das ist hier auch die, jetzt muss ich gerade mal selbst schauen, die 1676. Das ist so die untere Make-or-Break-Line. Und die verbindet sich momentan schon ganz gut mit dem unteren Monatsband. Also mir gefällt es. Ich habe hier von der Technik, bekomme ich jetzt schon wieder ganz klein den Hauch eines Kaufsignals. Die hat sich schön abgebaut insgesamt hier. Die Stochastik ist auch leicht positiv, wenn gleich im neutralen Bereich. Finde ich so eigentlich ganz okay. Lass uns mal auf die Woche schauen. Weil da sieht man auch diesen Trend hier besser.
den da. Wir sind da raus. Wir haben drüber geschlossen. Also wirklich, das war False Breakout par excellence. Wir haben hier einen Shooting Star. Und dann verließen sie ihn. Hier war das hoch bei 1878 und dann ging es runter. Das war vorletzte Woche auf 1753. Man sieht hier auch eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung. Aber ich bin der Meinung, das steht in den Startlöchern. Auch hier fängt sich alles schon wieder über den Oszillator. MACD, da kein Trend vorhanden, muss ich nicht drauf schauen. Für mich ist dieser Punkt hier, dieser Trend, und der ist vom Hoch beim 3.8.2020, der ist für mich schon wichtig. Wenn wir da jetzt nochmal drüber gehen, und der liegt jetzt also für nächste Woche, liegt der hier bei 1.817. Und idealerweise diesen Bereich 1, 2, 3, 4, 5 Mal rausnimmt mit Schlusskurs, glaube ich, dass es dann beim nächsten Mal kein False Breakout werden wird, wie dieser hier einer war. Also ich mag das Gold, ich sehe es auch auf Jahressicht deutlich höher. Ich glaube, und da schließe ich mich den anderen Analysten an, was ich eingangs erwähnt habe, die meisten sehen es über 2000, ja, also knapp über 2000, dem schließe ich mich an. Das sehe ich ganz genauso. Nö, ich mag das Gold. Gefällt mir gut. Gefällt mir insgesamt gut. Ja, will ich immer mal wieder tendenziell eher long sein, denn short. So, ich hatte Lust, heute diesen Film fertig zu machen. Ihr seht jetzt die ganzen Indizes, ihr seht auch zwei Rohstoffe. Was ihr nicht seht, sind Aktien. Ich habe mir das so überlegt, dass ich vielleicht nochmal eine Liste mache, wie ich das schon zweimal gemacht habe, mit so 60, 70 Aktien, die ich kurz bewerte. Das kam damals ganz gut an und es wäre eigentlich mal wieder Zeit, das zu machen. Ich habe auch da ein vitales Eigeninteresse dran, zu sehen, wo stehen die auf Wochensicht. Also das probiere ich auf jeden Fall mal. Aber wie ihr seht, ich bin jetzt hier schon, wir haben 16.38 Uhr, während ich den Film gemacht habe, habe ich auch gleichzeitig das Weihnachtsessen gemacht. Soll also keiner sagen, Männer seien nicht Multitasking und ich übertreibe es schamlos. Ich habe sogar noch ein Glas Rotwein dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, einen friedlichen Abend, eine schöne Zeit und bleibt gesund. Alles Gute. Bye, bye.